Willkommen zurück zu einem kleinen Spezialpart von The Witcher 3. Ja, ihr habt es euch gewünscht, einige von euch, und ich mich selbst interessiert es auch sehr, diese Quest. Das ist jetzt kein Spielstand, den wir behalten werden, das ist ein alter Spielstand. Was für ein Schweinestall. Muss ihn gründlich durchsuchen. Vielleicht finde ich etwas Wichtspeichel. Der Wicht ist besessen, ein echter Sammler. Der Löffel ist ein Meisterwerk. Ja. Der muss reichen Leuten gehört haben. Da haben wir das Buch. Ich werde jetzt hier nochmal alles durchgucken. Hat gemerkt, dass sie allmählich zum Monster wird und hat es aufgezeichnet. Das ist die Quest von vor ein paar Parts. Ein zerschlagener Spiegel. Mochte sich da jemand nicht ansehen? Vielleicht ist die Autorin des Tagebuchs das Monster, das hier haust. Und Löffel, 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 Löffel. Und ich möchte wissen, ob ich diesen Fluch brechen kann. Das würde mich nämlich sehr interessieren. Einige von euch halt auch. Ich hatte ja nachgefragt. Ein ganz normaler Löffel. Und etwas angejagt vielleicht. Nach diesem Part wird es natürlich normal weitergehen. Kein Löffel soll dich sättigen. Was immer hier lebt, nimmt das wörtlich. Es sucht noch nach dem richtigen Löffel. Ja, noch ein Löffel. Haben so wir. Normal wie der zuvor. Der hier war, glaube ich, speziell. Der hat eine Eingravierung, glaube ich. Ein Löffelschlüssel. Fein gearbeitet. Mit Inschrift. Der Wicht ist ein wahrer Sammler. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. So, jetzt kommen die Leichen. Ein ganz normaler Löffel. Etwas angejagt vielleicht. So, und hier haben wir irgendwas übersehen. Skelette. Die Leute sind sicher nicht freiwillig hergekommen. Hat das was mit dem Fluch zu tun? Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen? Würde passen. Hals gebrochen, Schädel eingeschlagen, mit einem schweren Objekt. Keine Klauen und Bissspuren. Vermutlich wurde er erstickt. Rechter Arm abgebissen, alle Zähne ausgeschlagen. Jemand wollte ihn gewaltsam füttern. So, das klauen wir auch alles. Verrotteter Brief. Notiz am Löffelschlüssel. Aktionsobjekt. Ach, ein Frauenname, da ist der Fehler. Löffel geschnitzt. Frag die Besitzerin nach dem geheimnisvollen Löffel. Wir hätten den Fluch gar nicht brechen können, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Wir müssen vorher noch woanders hin. Ach, sieh einer an, das habe ich vollkommen übersehen. Nee, das habe ich ernsthaft übersehen. Okay, ich möchte diese Quest gerne machen, ich möchte diesen Fluch gerne brechen. Wie gesagt, es wird sich nicht auf den jetzigen Spielstand aus... Regis Rabe hat nicht gelogen. Es ist alles voller Löffel. Ausweiten. Will heißen, das hier ist jetzt tatsächlich abseits von allem ein Nebenpart quasi, wo wir das wiederholen, was wir verbockt haben. Ich habe es nicht gesehen. Obwohl ich es noch eigentlich sehen muss. Ich hatte keine Lust, mich zu heilen. Ich wollte eigentlich mich nur teleportieren. Ja doch, da bin ich doch wohl richtig. So. Okay, wir wollen den Fluch brechen. Schnellreise. Und anscheinend müssen wir davor für wo ganz anders hin. Das heißt, ich hätte den Fluch, so wie es war, gar nicht brechen können. Nehme ich jetzt mal an. Ja. Wir probieren es aus. Ich möchte es gerne ausprobieren. Ich möchte gerne wissen, was passiert, wenn wir diesen Fluch brechen. Ich finde es sehr, sehr schade, dass wir es nicht gemacht haben. Also nicht geschafft haben. Ich habe nicht aufgepasst, ganz eindeutig. Meiner Treu, ist das nicht Geralt? Kannst du es Da will irgendwer Hilfe von mir, aber das ist, wie gesagt, der falsche Spielstand dafür. Ja. Gut. Wohin meines Weges? Hier rein vielleicht? Bis, ja. Esst, trinkt und seid lustig! Stiefel abstreifen vor dem Eintreten. Nicht schmatzen, nicht mit den Fingern essen, nicht mit dem Messer in den Zähnen stochern. Was? Ach, ich scherze nur. Du, Herr, bist offensichtlich nicht im Stall geboren.
Willkommen in der Fasanerie, der besten Herberge im ganzen Herzogtum. Aha. So ein Löffel, wohin kommt der, wenn man deckt? Oh, aber nein, das ist ja mal ein rarer Bouillonlöffel oder ein Schlüssel. Hier steht was geschrieben. Ja, deswegen bin ich hier. Hast du eine Ahnung, wofür der Schlüssel ist? Ich sehe ihn zum ersten Mal, aber du kannst mal im Keller nachsehen, da hat der Vorbesitzer allerlei Krempel gelassen. Okay, danke. Bis später. Ich darf also einfach in deinen Keller und ein bisschen... Unsere wunderbare goldene Sonne. Wo ist denn der Keller? Nein, das ist nicht der Keller. Wo ist denn der Keller? Ich sehe hier nur einen Weg nach oben, nicht nach da ist noch ein Weg. Ja, haha, okay. Okay, dann gehe ich mal einfach in deinen... Ich lasse auch einfach mal fremde Leute in meinen Keller. Was? Die haben einen Schlüssel hier? Dann gucken sie doch mal, ob in meinem Keller irgendwo was zu dem Schlüssel passt. Oder wie darf ich das verstehen? So. Kochbuch von Smigol. Das Buch enthält hunderte von Rezepten. Bei Majorans seiligen Wunden. Ich habe dutzende Elfenmanuskripte durchforstet und endlich habe ich es gefunden. Ich weiß jetzt, wozu der Löffelschlüssel, den ich bei der Auktion erstanden habe, gehört. Das ist der Schlüssel zum legendären Refugium von Ramses Gorton, dem Elfenpriester der Göttin Danamebi, dessen kulinarische Meisterleistungen selbst von den modernsten Köchen unerreicht blieben. Wenn ich die Ruinen seines Tempels finde, die sich angeblich irgendwo im Wald von Buclair befinden sollen, finde ich alle seine legendären Rezepte, ganz zu schweigen von den anderen unbezahlbaren Schätzen, die dieser Meisterkoch in seiner Küche aufbewahrt haben muss, wo er seine Kunst perfektionierte. Wäre auch nochmal Färbemittel gewesen. Ja, dieser Spielstand ist noch bevor ich meine Rüstung gefärbt habe. Okay, gut zu wissen. Aber ja, hier interessiert mich jetzt gerade nichts mehr. Ich muss wieder 1900 Meter irgendwo anders hin. Versuchen wir mal einen Teleporter zu finden. Ich hoffe... Hier müsste ein Teleporter sein. Von da kam ich nämlich gerade. Ja, ich habe recht. So. Ja, ich kann dir gerade nicht helfen. Ich bin, wie gesagt, auf dem falschen Spielstand. So, da hätten wir am Arsch der Welt. Oh, ich finde es echt schade, dass ich das nicht gemacht habe. Na gut. Was? Ja. Das sind immer noch 500 Meter. Das ist nicht die Festung, die wir eingenommen haben. Plätze. Okay, Plätze. Alles gut. Sehr schön. Nein, mich interessieren, was war das? Bären? Mich interessiert, egal was es ist, mich interessiert es nicht. Mich interessiert es hier gerade überhaupt nicht zu kämpfen. Ich möchte, wie gesagt, mich gerade nur um diese eine Quest, die ich bereits verkackt habe, kümmern. Um zu wissen, wie sie ausgehen kann. Was sind das? Das war gelb. War das ein orangener Panther? Oder was war das? War kein Wildschwein, war kein Bär. Sah aus wie ein Panther. Aber die Panther bis jetzt, die ich gesehen habe, waren alle schwarz. Der war jetzt orange. Also orangenes Fell. Naja. Wir werden vielleicht später noch irgendwann einen sehen. Oder was auch immer das ist. Vielleicht war es auch ein Wag. Nee, unwahrscheinlich. Waage sind tatsächlich dreckige. Lass mich absteigen, bitte. Oh nein, die kommen. Das ist doof. Geht mal weg. Rezept und irgendwas. Also hier finde ich schon mal nichts. Dann gucke ich mal hier rein. Gurken, yay! Was? Irgendwie, hier ist ein Höhleneingang.
Hier ist mein Tod. Ich sollte mal quicksaven. Und hierfür brauche ich den Löffelschlüssel. So, jetzt wird es aber interessant, was ich hier finde, weil eventuell muss ich in meinem richtigen Spielstand auch nochmal hierher kommen. Was zum... Ich glaube, ich sollte nochmal hierher kommen. Ja, ich sollte eindeutig hierher kommen. Wo bin ich denn gerade? Das sollte ich mir immer merken. Aktueller Standort des Spielers. Okay. Über dem See. Ich hoffe, ich kann mir das merken. So, hier ist nichts mehr. Doch, da ist noch was. Ich doch noch nicht alles. Gibt alles. Schön. So, sehr schön. Informiere dich näher über den Flecken, welchen du das Postarium liest. Machen wir. Was ist denn das? Das ist ja eigentlich ein verfluchtes Wesen. Kein verfluchtes Wesen? Hä? Das müsste doch ein verfluchtes Wesen sein. Finde ich doof. Ich soll das Bestarium lesen, aber im Bestarium steht das Ding gar nicht drin. Wieso steht das unter Nekrophagen? Die beste Verteidigung gegen Fleckenwäsche besteht in Ruhe und Stille. Aha. Ausgerottete Unterform von Wichten. Aha. Eigene Abgesonderung, eine Suppe zu kochen. Wenn man sie nicht stört, sind sie nicht sehr aggressiv. Fühlen sie sich allerdings bedroht, können sie sehr gefährlich sein. Ach, Irden. Mit Irden kann ich irgendwas gegen die tun. Aha. Oh, hi. Wo bist du denn hier? Oh. Hallo, Todesfee. Also erstmal möchte ich hier gerade nicht sterben. Dankeschön. Heilige Scheiße, wo kommt die denn jetzt her und warum? So, jetzt wollte ich hier... Ja, wo war ich? Wo ist mein Pferd? Ja, 1800 Meter in irgendeine Richtung. Ja, schön. Wir kommen näher. Ja. Und ich suche eigentlich gerade... Ja, da ist ein Haus. Ich kann mal hoffen, dass da irgendwie ein Wegpunkt ist oder so. Kannst du das nicht, Plötze? Kannst du das nicht? Ja, hier ist ja eine Brücke, alles gut. Lauf, Plötze! Plötze hat's nicht so mit dem Laufen. Es ist hier wieder ein See. Da kommen sie wieder nicht rüber. Wisst ihr, was das Witzige ist? Die kann nicht mit mir hier rüber. Dann schwimme ich hier hin und sag, Plötze, komm her. Und was macht sie? Ich hasse sie. Los, los! Ja, okay. Egal. Kann ich hier bitte... Ja, kann ich. Sehr schön. Ich möchte gerne... Achso, ich muss zurück. Okay, sehr schön. Ich habe jetzt Rezepte gefunden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß nur, vielleicht sollte ich die auch lesen. Das ist vielleicht ganz hilfreich. Bücher. Rezepte. Inventar, Quest irgendwo, Questgegenstände. Da müsste ich doch eigentlich Rezepte haben. Ein Netz von Lagusten, Salz, Pfeffer, Lorbeer, Dill.
Knoblauch, Langustensuppe, Honiggewürzkuchen. Aha. Die bringen mich also irgendwie doch nicht so weiter. Egal, wir werden sehen. Ich quick save hier mal eben. Die müssten ja noch alle tot sein. Dankeschön. Dann gucken wir mal, ob wir unsere Löffelprinzessin da, unser Mädchen, wieder den Fluch gebannt bekommen oder nicht. Ich soll das Haus also nochmals untersuchen. Das Lager soll ich untersuchen. Das Lager ist ja unten. Hier ist ja oben nichts mehr. Aber wir wissen ja, dass hier hinten... Sieht tatsächlich nach dem Lager eines Wichts aus. Etwas ungewöhnlich, aber dennoch. Sicher ist sein Kessel hier irgendwo. Hier ist ein Löffel. Noch ein Löffel. So normal wie der zuvor. Da ist der Kessel. Der Wicht ist ja nicht sehr ordentlich. Der Tisch ist gedeckt. Dieser Wicht bereitet offenbar ein Festmahl vor. Der Wicht, der hier haust, der steht unter einem Fluch. Und er will ihn verzweifelt loswerden. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Quick Save. Nein, ich kann nicht speichern. Quick Save. Jetzt kann ich speichern. Jetzt mal sehen, wie viel ich hier falsch mache. Ein ganz normaler Löffel. Ja, ist gut. Etwas angegangen. Kann ich den Fluch jetzt schon brechen? Der Kessel ist leer. Schade. Regis könnte Suppe gebrauchen, aber er kriegt wohl keine. Ich muss mich wohl verstecken und auf Speicheldrüsen warten, sowie auf deren Träger. Ich verstecke mich so, dass ich den Kessel beobachten kann. So. Diesmal warte ich. Ich drücke jetzt nicht irgendwelche Tasten, damit das übersprungen wird. Theoretisch sollte ich ihn, also, ja, ich möchte ihn nicht, sie nicht töten. Den Wicht. Ich weiß jetzt nicht, was diese Rezepte mit dem Essen zu tun. Nein. Den Fluch aufheben. Ich will dir helfen. Ich habe die Worte des Fluchs gelesen. Ich glaube, ich weiß, wie man ihn aufhebt. Du lagst schon einmal falsch, Gerald. Herbringen und zwingen, deine Tischgäste zu sein, nicht? Ich bin jetzt dein Gast. Dein freiwilliger Gast. Noch etwas für Regis nehmen. Und jetzt bist du dran. So. Tauschen wir. Wir haben das letzte Mal mit den Löffeln gegessen. Tauschen wir die Löffel. Du suchst seit Jahren nach dem richtigen Löffel, stimmt's? Flüche können tückisch sein. Vielleicht ist es so, dass du nur nicht mit deinem eigenen Löffel essen kannst. Darum haben wir getauscht. Das ist jetzt genauso wie als ich. Ich glaube, das funktioniert auch nicht. Ich
befürchte, ich habe immer noch irgendwas verkackt. Etwas stimmt nicht. Habe ich was verpasst? Hör zu, ich stehe jetzt langsam auf und durchsuche das Haus nochmal. Bleib hier, im Gleichzimmer. Ganz ruhig. Willkommen bei... Oh, du hast es verkackt. Ja. Okay, das war schon mal verkackt. Also Löffel tauschen ist nicht drin. Es verwirrt mich jetzt. Also dieser Exkurs, diese Exkursion Richtung dieses Gasthaus, also dieses Gasthaus da, Wirtshaus, wo wir den Keller... Verstehe ich nicht. Wir haben da Rezepte gefunden. Und dann? Ja. Und dann haben wir das Lager gefunden. Und in dem Lager haben wir Rezepte gefunden. Ich bin verwirrt. Der Kessel ist leer. Schade. Regis könnte Suppe gebrauchen, aber er kriegt wohl keine. Ich muss mich wohl verstecken und auf Speicheldrüsen warten. Sowie auf deren Träger. Ich verstecke mich so, dass ich den Kessel beobachten kann. So. Essen wir ohne Löffel. Wir dürfen keine Löffel benutzen. Nein, das funktioniert nicht. Du hast nach einem Löffel gesucht, der dich füttert. Aber es gibt keinen. Wir müssen ohne Löffel essen. Sehen, wie du aussiehst. Aha. Okay, es ist etwas anders. Folge dem Gestank der Suppe des Wichts. Funktioniert. Nur nicht so, wie ich dachte. Mal sehen, was aus dem Wicht geworden ist. Dürfte nicht schwer zu finden sein. Immer dem Gestank nach. Okay. Gut, dass ich die Hunde alle gekillt habe. Habe ich nicht. Sie leben wieder. Oder zumindest der eine lebt wieder. Hässlicher Bastard. Oh, komm schon. Ich will mich jetzt nicht mit dir aufhalten. Ja, du nervst mich. Geh sterben. Ich will bitte weitermachen. Nein. Der hat mich nicht gemerkt. Das ist gut. Da ist er doch. Marlene! Ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Essen. Essen. Alt geworden ist sie. Ich bring dich in Sicherheit. Okay. Wir haben die Quest tatsächlich erfolgreich abgeschlossen. Ich glaube, dieses Geplänkel, was ich da gemacht habe, braucht man doch nicht. Wir hätten einfach ohne Löffel essen sollen. Hm.
Also habe ich sie an die Hand genommen und hergebracht. Das schien mir der einzig richtige Ort für sie zu sein. Das war richtig so, Herr. Oh. Hier wird sie sich schnell erholen. War doch wichtig. Keine Sorge, Herr. Ah, nee, doch nicht. Ich kümmere mich um alles. Hier ist sie in Sicherheit und in guten Händen. Wir haben jetzt... Sie kommt bald wieder auf die Beine. Das könnte etwas dauern. Sie hatte 100 Jahre lang nichts gegessen, als ich sie fand. Schrecklich. Wie kann sowas sein? Sie hat mir auf dem Weg hierher ihre Geschichte erzählt. Ihr Name ist Marlene. Einst war sie die sehr schöne und stolze Erbin des Trastamara-Anwesens. Eines Abends, als sie ein Bankett für Freunde gab, kam ein Bettler ans Tor und bat um Almosen. Er hatte eine Schüssel und einen Löffel dabei. Er saß vor ihrem Zaun und wartete. Ich habe von dem Brauch gehört. Ein uraltes Gastrecht, das jeden verpflichtet, einem Gast Speis und Trank zu geben, damit dieser nicht hungrig geht. Diesen Brauch zu verletzen, bringt großes Unglück. Marlene hatte für die alten Bräuche nichts übrig. Sie jagte den Mann fort und sagte, sie würde die Reste von ihrem Fest lieber den Hunden vorwerfen, als dem Bettler was abzugeben. Der Bettler zerbrach seinen Löffel und sprach einen Fluch aus. Sie war schön, also sagte er, dass sie nie wieder in den Spiegel zu blicken wagen würde. Da sie Feste liebte, schwor er, niemand solle je wieder mit ihr an der Tafel sitzen. Und da sie sich sogar weigerte, ihm die Brotkrumen von ihrem Tisch zu geben, schwor er, dass kein Löffel der Welt sie je wieder sättigen könne. Eine harte Strafe. Es war sicherlich nicht einfach, den Fluch zu brechen. Flüche sind vertrackt. Sie spielen mit der Ironie. Man muss immer den Haken an der Sache finden. Marlene hat jahrzehntelang nach einer Lösung gesucht. In einen Wicht verwandelt, hat sie Löffel geklaut und Menschen zu sich nach Hause gelockt, damit sie mit ihr speisen. Das hat nicht funktioniert. Und was hat funktioniert? Jemand musste eine Mahlzeit mit ihr einnehmen. Aus freien Stücken. Man musste ohne Löffel essen und sie dazu bringen, ihr Spiegelbild zu betrachten. Das ist alles? Nur das war notwendig? Die einfachsten Lösungen fallen einem oft erst sehr spät ein. Außerdem ist es als Wicht schwierig, einen Menschen zu finden, der freiwillig mit einem speist. Das kann ich mir denken. Aber nun ist es endlich vorbei. Mach dir keine Sorgen. Hier ist sie in guten Händen. Das ist schade. Das ist sehr, sehr schade. Mich würde unglaublich interessieren, ob das später irgendeinen Einfluss hat. Das... sie hier ist. Ich danke dir. Oh, ist das lecker. Oder ob sie später einfach weg ist. Egal. Das ist nicht der Safe State, den wir benutzen werden. Das werde ich jetzt einfach hier nicht löschen. Das werde ich einfach nicht weiterspielen. Wir werden wieder zu dem alten Safe zurück laden. Und ich sage bis zum nächsten Part, dort geht es nochmal weiter. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Euer Hedi.